Ich komme gerade aus dem Kino und habe noch Waves gesehen, der mich emotional ehrlich gesagt ziemlich umgehauen hat. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Die Kritik von Waves kommt ein anderes Mal. Heute geht es um Birds of Prey, The Emancipation of Harley Quinn. Und ich frage mich auch, wenn ich den Titel so lese, warum eigentlich Emancipation of Harley Quinn? Sie ist doch eigentlich schon emanzipiert. Oder war sie wirklich abhängig vom Joker? Eigentlich waren die doch nur verliebt und zusammen. Und eigentlich war Harley Quinn doch die ganze Zeit schon tough und unabhängig und cool und eigentlich eine eigenständige Frau. Also will der Titel mir sagen, dass man nur als Single-Frau emanzipiert sein kann? Also ganz verstehe ich den Titel nicht, aber naja, darum soll es jetzt auch nicht gehen. Und die Leute, die den Channel hier schon länger verfolgen, die wissen, was für ein großer Comic-Fan ich bin. Ich habe eine riesen Comic-Sammlung von 4000 Comics da hinten stehen. Ich mag es einfach. Und egal, ob es DC ist oder Image oder Marvel, ich bin jetzt nicht so ein Hater-Fanboy, sondern ich will einfach nur eine gute Story oder eben eine verrückte Umsetzung. Eins von beiden, und darauf habe ich auch so ein bisschen gehofft, hier bei Birds of Prey. Es geht jedenfalls darum, dass Harley Quinn und der Joker jetzt getrennt leben und sie versuchen muss, so selber Fuß zu fassen und zu sehen, was eigentlich ihre Aufgabe ist. Das erste Drittel des Films ist unnötigerweise extrem verkompliziert worden in der Erzählweise. Man erfährt so ein bisschen, was über verschiedene Figuren, auch über Harley Quinn und was sie so vorhat, aber im Grunde weiß man nicht so richtig, was sie vorhat und wohin der ganze Film so gehen will, und es gibt wieder ständig irgendwelche Rückblenden, die mir dann erzählen, was vorher passiert ist, was danach passiert ist. Es gibt Rückblenden in der Rückblenden, und das ist einfach so unnötig kompliziert gemacht, obwohl das eigentlich ein ziemlich simpler Plot ist. Und dann geht es irgendwann darum, dass ein Diamant ins Spiel kommt, und da stelle ich mir schon die nächste Frage. Dieser Diamant hat, glaube ich, 30 Karat, wenn ich das richtig gehört habe. Und ist demnach, ich weiß nicht, ich bin kein Diamantenprofi, ungefähr 600, 700, 800.000 Euro wert. Und darum geht dann der ganze Film, dass der wieder gesucht werden soll. Black Mass stellt das in Auftrag, der Antagonist des Films. Dann wollen alle diesen Diamanten haben. Black Mass sagt irgendwann auch mal, dass derjenige, der ihn findet, 500.000 Dollar bekommt. Na, so eine große Differenz bleibt dann auch nicht mehr übrig, wenn er den Diamanten wieder hat und 500.000 Dollar zahlen muss. Also der Plot stellt einfach nur Fragen über Fragen, und irgendwann kommt sogar noch ein Kind ins Spiel, und jetzt haben wir eigentlich den Deadpool-Klon perfekt gemacht, denn wieder einmal hat man eine amoralisch handelnde Figur, der Protagonist des Films ist, nämlich Harley Quinn, und die sucht das Kind genauso auch wie die Antagonisten. Also Deadpool lässt auf jeden Fall grüßen. Ach ja, und der Titel sagt ja auch noch Birds of Prey, das heißt, eigentlich muss es ja auch um die anderen Frauen gehen. Die werden so hin und wieder mal eingestreut in den Film, aber im Grunde geht es denn doch mehr um Harley Quinn, was ja auch total gut ist, weil ich den Charakter wirklich gerne mag. Und die ganzen Nebencharaktere, also die anderen Birds of Prey, die sind ziemlich mittelmäßig, die können nie so wirklich glänzen in dem Film. Und gerade die Polizistin ist ganz merkwürdig erzählt vom Charakter. Auf der einen Seite ist die total tough und zielstrebig, auf der anderen Seite ist sie extrem unsicher und teilweise auch ein bisschen slapstick-mäßig vom Humor, was nicht so ganz irgendwie passen will. Aber der eigentliche Star des Films ist natürlich Harley Quinn, und darum dreht sich der Film auch. Die wird wieder verkörpert von Margot Robbie, und die mochte ich auch schon richtig, richtig gerne in Suicide Squad. Die ist einfach super besetzt. Die sieht so aus wie Harley Quinn, gerade wenn sie so geschminkt ist. Ihre Kleidung, ihre Attitüde, ihr Auftreten allgemein, wie sie mit anderen Leuten spricht und sich auch gibt und auch kämpft. Das ist wirklich Harley Quinn, und ich finde, das ist auch wirklich schön getroffen. Und da hat man einfach Margot Robbie super besetzt, und die passt einfach gut in den Film. Was mir wiederum nicht so gefällt, ist, wie sie so richtig interpretiert wurde, und damit meine ich ihren Charakter an sich. Harley Quinn ist ja eigentlich so eine komplett verrückte Person, so unberechenbar und so gefährlich und trotzdem die ganze Zeit so witzig, dass es eben ein amoralischer Protagonist ist. Also ein Protagonist, der eigentlich böse ist, aber wir trotzdem mit ihm mitfiebern, weil er so Spaß macht. Und diese ganze Verrücktheit, die kommt leider überhaupt nicht im Film rüber. Na klar sieht die anders aus und ein bisschen verrückt sieht sie aus, aber sie ist nicht so verrückt. Und ich finde, wenn man als Kontrast mal Aitonia nimmt, da hat sie ja auch die Hauptrolle verkörpert, in diesem Film spielt sie viel verrückter und viel unberechenbarer als eben hier als Harley Quinn. Und das kann irgendwie überhaupt nicht sein. Und ich finde, da hat man sehr, sehr viel Potenzial bei diesem Charakter verschenkt, die ja eigentlich total wahnsinnig sein kann. Und das ist auch das, was total hätte Spaß machen können und was auch für Humor hätte sorgen können. Und apropos Humor, der ist so unlustig inszeniert. Es gibt zum Beispiel eine Polizistin im Film, die ja auch Teil der Birds of Prey ist. Und die hat ein Shirt an, weil irgendwas mit ihrer Kleidung gleich am Anfang war. Und da steht irgendwie sowas drauf wie I shaved somebody's balls for this. Also ich musste für dieses Shirt jemanden die Eier rasieren. Und haha, das ist ja echt lustig, aber das wäre vielleicht witzig, wenn das so subtil im Hintergrund wäre und man das als Zuschauer gemerkt hätte, ha,
die hat ein cooles Shirt an. Nee, es ist wirklich so, die steht da 5 Minuten vor der Kamera rum, hält einen langweiligen Dialog mit jemand anderem und macht teilweise sogar so, damit auch wirklich jeder im Publikum, wirklich in der hintersten Reihe, auch wenn er schon halb am Schlafen ist, dieses Shirt noch lesen kann. Sowas hat man denn da als Szenen? Naja, auch überhaupt die ganzen Sachen, die Harley Quinn so im Film macht, die haben auch gar keine Konsequenzen. Wenn da zum Beispiel irgendwas in die Luft fliegt am Anfang oder wenn sie was ausraubt, dann ist sie später in einem Café, wo auch Polizisten und so vorbeigehen und keiner kümmert sich um sie, auch wenn da ein Verbrecher sitzt, ist das scheißegal. Alles, was ich mache, hat keine Konsequenzen. Das ist jedenfalls die Welt, die wir da so miterleben. Die Action-Szenen, muss ich sagen, die sind in Ordnung, teilweise sogar gut. Die erinnern so ein bisschen an die John Wick-Filme, sind dabei aber nicht ganz so perfekt eben wie die Inszenierung von John Wick, sondern sind in Ordnung. Die machen teilweise sogar auch Spaß, sind auch gut gefilmt, da sind auch gute Choreografien dabei, auch von Margot Robbie. Ich finde, die hat ihre Kampfperformance ganz gut, ja, mit eingebracht in den Film und man merkt auch, dass sie sich wenigstens so ein bisschen mit dem Charakter beschäftigt haben, dass sie eben den Baseballschläger liebt und dass der zum Beispiel auch mit drin vorkommt oder eben ihre Rollschuhe. Die Rollschuhe-Szene ist zum Beispiel auch ganz gut geworden, aber da hört es dann auch schon fast wieder auf, neben der Kamera. Und die Kamera, muss ich auch sagen, die Kamera ist wirklich gelungen. Da hat man wirklich einen wundervollen DOP, also Kameramann gefunden für den Film, der wirklich alles schön inszeniert. Die Zeitlupeneffekte gehen einem nicht auf die Nerven, sondern die sind wirklich gut integriert in den Film. Und auch die Landschaftsaufnahmen, die Städte, ich finde, das wurde alles einfach gut getroffen. So ist es wenigstens optisch ein kleiner Genuss hier ist in diesem Film. Jetzt muss ich mal zu den Antagonisten kommen. Und ich liebe wirklich die Antagonisten aus der DC-Welt, sowohl in den Comics als auch in den Videospielen. Da kommen die beide nämlich vor. Und das ist zum einen Black Mask, der verkörpert wird von Ewan McGregor, und zum anderen Zazz. Und die beiden wurden so komplett, ja, versaut, man könnte sagen, in die Tonne getreten, dass ich wirklich sauer war, was die daraus gemacht haben. Ich meine, man muss Charaktere aus der Comicwelt ja nicht 1:1 interpretieren oder so umsetzen. Das ist ja auch völlig in Ordnung, wenn man da so ein paar kreative Freiheiten hat und was anderes draus macht. Aber das muss wenigstens stimmig sein. Und vor allem, wenn man weiß, was für ein böser, furchteinflößender Typ Zazz zum Beispiel ist, und dann diese tuntige Version hier in diesem Film sieht, dann blutet mein Comic-Herz. Das tut einfach weh. Und jedenfalls hat man das so gemacht. Auch Ewan McGregor als Black Mask erinnert eher an 60er Jahre Slapstick-Bond-Bösewicht. Das wollte für mich überhaupt nicht passen. Ich finde, der hat auch viel zu drüber gespielt. Das war viel zu viel Overacting und so richtig wusste Ewan McGregor auch nicht, wohin er mit diesem Charakter gehen will. Die Charaktere sind extrem einseitig. Die sind einfach nur böse, weil es im Drehbuch steht. Und der Gewaltgrad im Film, der schwankt immer so ein bisschen. Teilweise ist es ein bisschen überspitzter, aber auf keinen Fall so lustig, eben wie zum Beispiel in Kick-Ass, da war es auch überspitzte Gewalt, aber die hat super in den Film gepasst, ich liebe Kick-Ass und hier war das manchmal so in Ordnung und manchmal war das extrem, ja, so realistische Gewalt, dass es schon fast wehgetan hat und das wollte wiederum nicht so richtig passen, gerade eine Szene, die mit einem Gesicht zu tun hat. Ja, und dann gibt es halt auch immer noch die Musik in solchen Filmen und die Musik ist irgendwie gefühlt einfach eine Spotify-Playlist. Na klar, ich habe auch ein paar Songs auf meiner Playlist, die sind auch ganz cool gewählt, aber die sind so einfallslos, so, ja, so das, was man halt erwarten würde, dass einen da auch nicht so wirklich was überrascht. Und ich finde, auch hier muss ich mal wieder Kick-Ass ranholen. Da waren einfach Songs, die hatten auch eine gewisse Dynamik und das waren Songs, die ich jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm hatte, aber trotzdem cool in den Film passen wollte und nichts Komponiertes war, wie eben auch hier. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit wirklich wahnsinnig niedrigen Erwartungen in diesen Film gegangen, weil mir der Trailer schon nicht so gefallen hat und kam trotzdem enttäuscht raus. Ich finde, der ist vielleicht nicht ganz so schlimm für Suicide Squad, aber ehrlich gesagt auch nicht viel besser als Suicide Squad. Ich hatte nicht meinen Spaß, ich fand die Action-Szenen teilweise okay und alles, was zwischen den Action-Szenen waren, war wirklich die reinste Langeweile. Ich habe zwischendurch auf die Uhr geguckt und wollte einfach nur, dass der Film vorbei ist. Ja, leider konnte ich mit dem Film nicht wirklich was anfangen und deswegen gibt es von mir auch gerade noch so für den Harley Quinn-Film 4 Punkte. So, das war meine Kritik. Ich hoffe, ihr nehmt mir das als Harley Quinn-Fan nicht ganz so übel, aber ey, ich mag die Comics auch, ich mag auch die Videospielreihe, aber ich konnte mit dem Film echt nichts anfangen und der ist auch ganz ehrlich wirklich nicht gut gewesen, finde ich. Aber wenn ihr das anders seht, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr den Film auch gesehen habt, schreibt es mir auch in die Kommentare. Und wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, holt das nach, denn es gibt hier noch ganz viele andere Videos wie Kritiken und Specials und Analysen zu Filmen wie zum Beispiel dem Joker. Die Analyse zum Joker verlinke ich euch jetzt hier am Ende und dann sehen wir uns hoffentlich bei einem anderen Video wieder.